Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen, nein, andere Seite, Weekly Challenge Extreme. Wir probieren heute hier in Murphys Katakomben so weit wie möglich zu kommen. 981 Meter ist aktuell die Grenze. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen Zeit verstreichen lassen, das heißt, einige haben es jetzt schon probiert. Und unser Ziel ist natürlich mal wieder die 10% Grenze. So, also, erster Versuch. Wir probieren es gleich mal, schauen uns mal an, was heute alles auf uns zukommt. Die Elemente, die kommen, sind eigentlich recht einfach. Das heißt, bis zur 900 Meter Grenze solltet ihr es eigentlich alle schön schaffen. Gerade die Goldgrenze wird dann halt eben wieder plötzlich so stark, dass es viele aussortiert. So, hier einmal drüber. Hier auch wieder runterziehen. Also alles recht einfach gehaltene Elemente. So, den hier auch hochziehen. Jetzt hier einmal drüber, sobald wir aufkommen, einmal hochziehen, rüberziehen. Murphys Katakomben hat natürlich immer einen großen Nachteil, und das ist dieser grüne Typ, den wir hier mitschleppen müssen. Der halt manchmal auch nicht ganz so reagiert, wie wir es oft wollen. Ich werde allerdings die Stellen, wo man ein bisschen aufpassen muss, werde ich nachher nochmal ganz kurz benennen. So, der hier, also an der Stelle ist er natürlich manchmal gerade mit diesem Aufklappen, ist er ein bisschen zu spät dran. Beziehungsweise die Stelle kommt nachher auch nochmal. Oh, wir haben schon 600 Meter. So, hier wegklatschen. Hier auch einmal wegklatschen. So, jetzt über den hier drüber. Den hier hochziehen, jetzt ganz schnell wieder die gelbe Tasche drücken. Ihr seht unten am Keypad. Hier drüber. Jetzt wieder drüber ziehen, Ring rüber. Und über das Seil. So, hier noch einmal drüber. Hier den runterziehen. Und jetzt haben wir langsam so die Grenze. So, hier über die Pause. Und das hier ist jetzt die Goldgrenze, weil hier halt eben viele den Absprung nicht schaffen. So wie ich hier auch den Fehler mache. Aber schauen wir uns das Ganze vielleicht nochmal in einem zweiten Versuch an. Dann klappt es vielleicht ein bisschen besser und wir schaffen auch die 10% Grenze. So, also, wir starten wieder direkt gemütlich los hier. Wir kennen jetzt schon alle Elemente. Das heißt, hier einmal drüber hochziehen. Auch hier drüber. Den nicht abschneiden. Den schneiden wir ab. Den wieder nicht. Hier einen schönen Sprung auf die Kante. Gleichzeitig abschneiden. Auf den Ring. Wechsel auf einen anderen Ring. Und auch hier drüber. So, den hier klatschen wir weg. Während wir springen, ziehen wir eigentlich dann gleich immer die verschiedenen Elemente an die richtige Position. So, und haben schon die 300 Meter Pause. Hier drüber über das nächste Teil. Runterziehen, damit wir nicht dagegen klatschen. Die schneiden wir ab. In dem Moment, wo sie hochklappen, wieder nach oben springen. So, hier einmal drüber. Mit dem machen wir nichts. In dem Moment, wo wir ankommen, dann einmal weiterspringen. So, hier drüber. Jetzt einmal hier. So, auf den Ring. Da wäre ich fast ein bisschen zu weit gesprungen. Das ist auch so ein kleiner Knackpunkt. Da hat man so viel Schwung, dass man manchmal ein bisschen über den Ring drüber springt. So, die klatschen wir auch weg. Einmal hier drüber. Hochziehen. Jetzt wieder ganz schnell die Teile weg. So, hier einmal drüber, Ring rüber, wieder rüberziehen. Über das Seil. In dem Moment, wo wir ankommen. Ah, und da habe ich sogar schon zu früh. Okay, den hier setzen wir nach oben. Klatschen den weg. Den hier nach oben setzen, damit wir schön drüber kommen. Jetzt hier wieder die kurze Pause. Und jetzt zieht es wieder mit der Schwierigkeit an. Hier vor allem den Controllern auf die rechte Seite, da wir uns nicht abstoßen können sonst. Jetzt hier drüber. Den nehmen wir mit nach oben. Fliegen einmal über den oberen drüber. Setzen den hier hoch und hier vergesse ich äußerstendlich, die Augen weg zum Klatschen. Beziehungsweise hätte den einen sogar noch hochsetzen müssen. Allerdings sieht, ja, 1076 Meter, das hat schon mal wieder einige überholt. Schauen wir ganz kurz in die Statistik rein, wie es dann mit aussieht. Ja, also es sind auf jeden Fall die 10%
Hier haben wir 38, Ziel wäre 61 gewesen. Okay, wir sind um ein bisschen 5%. Passt also. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Oder vielleicht probiere ich diese Woche nochmal die Weekly Challenge. Ciao, ciao.